Ja, du verarschst mich doch. Ha? Ja, du verarschst mich doch. Hast du schon mal gemacht? Nee, die Zwiebel habe ich noch nie geschnitten, glaube ich. Ja, aber du weißt auch, Fett und so muss raus, wir müssen ein bisschen aufpassen. Wie meint er das? Perfekt, so wird's was. Gute Eintracht-Fans, herzlich willkommen zu Eintracht Koch, präsentiert von Depot. Heute mit dem Sommerneuzugang Robin Koch. Kochen ja, mit Koch, also wirklich ganz ehrlich, diese Headline, die wollte ich unbedingt haben. Ne? Steht wahrscheinlich auch im Titel, nehme ich mal an. Ja, schauen wir mal, ob der Name dann auch verspricht. Ne? Ja, also, hält man so verspricht, Alter, bin schauen ich, wir mal. Ich bin da ganz guter Dinge, hier haben schon ganz andere schlecht ausgesehen, ja? Ja, muss man ganz ehrlich sagen. Guck mal, worauf ich hinaus will, ist so ein bisschen, wir machen ja heute ein Fastfood-Gericht. Ne? Es gibt ja ein Philly Cheesesteak. Jetzt ist es aber nicht so, dass du so ein großer Fastfood-Fan bist, hast du mir eben gesagt, sondern wenn, dann aber was Geiles. Ne? Wenn was Geiles. Aber du bist schon eher auf Burger. Ja, Philly Cheesesteak kann ich mich anfreunden, denke ich. Wenn wir es gut hinbekommen, dann bin ich da sehr zufrieden. Burger haben wir nämlich schon gemacht mit Timmy Chandler. Können wir ganz kurz, wenn du mal kurz hier runterkommst, guck mal, hier oben haben wir das eingeblendet. Siehst du das? Da oben ist das. Ja, haben wir nämlich schon Burger gemacht. Guck mal, ich habe ein hervorragendes Entricot hier. Übrigens, das ganze Zeug, was hier steht, sieht schon mal sexy aus. Das Fleisch, gell? Also das ist schon sehr, sehr geil. Hat Rewe uns zur Verfügung gestellt übrigens. Ne? Kann man gutes Fleisch kaufen bei denen. Dazu gibt es ein bisschen grüne Paprika, das gehört da hin. Eine schöne Zwiebel, ne? So, da muss ein bisschen schön was saftiges, karamellisierte Zwiebel mit drin sein. Dann rühren wir uns ein bisschen Sößchen zusammen und dann habe ich hier so ein Brioche-Brötchen. Die machen wir uns auch gleich schön warm und dann kommt dieses schöne Fleisch, Käse, Zwiebel, Paprika-Gemisch in dieses Ding rein. Und dann setzen wir uns in die Depot-Lounge und dann und lassen wir uns das hier runterlaufen. Okay? Ja, sehr schön. Deal? Alles klar. Hört sich nach dem Plan an. Sehr schön. Du darfst mir heute ein bisschen zuarbeiten. Hast du schon mal eine Zwiebel geschält? Okay, dann machen wir es doch einfach zusammen. Ne? Das ist relativ einfach. Guck mal, du eine, ich eine. Also mit Sicherheit nicht professionell, ja. Ja, das ist ja kein Problem. Also guck mal, die Zwiebel hat immer oben unten so ein Ding. Und passt bitte auf deinen Finger auf. Das kriegst du richtig Ärger. Ja? Boah, die sind aber brutal scharf, die Dinger. Gibt's übrigens auch bei dir. Fange ich gleich an zu heulen. Ja, heulen tut oder hast du dann einen Trick für mich? Ja, ja, absolut. Raucherbrille. Nee, das sind so Hausfrauentricks. Okay. Das, was wirklich funktioniert und hilft, ist scharfe Messer benutzen. Ja, weil beim Schälen fängst du eigentlich, ne, genau, die haben wir. Beim Schälen fängst du nie an zu heulen, sondern immer nur beim Schneiden. Und das ist, wenn du halt das, ja, die Zwiebel zerdrückst, ne, und dann so diese ätherischen Öle da rausdrückst. Das macht keinen Spaß, ne? Aber mit den Messern hier ist das alles überhaupt gar kein Problem. Das sieht hervorragend aus. Du siehst ja, man kennt ja den Zwiebellook von der Frau zu Hause. Jetzt ist so Übergangszeit, ne? Eine Jacke, dann hat sie so ein Jäckchen drunter, dann ein T-Shirt oder noch ein Pulli. Und so ist die Zwiebel auch aufgebaut. Du hast dir jetzt gerade die Jacke ausgezogen, das Hemdchen und den Pulli. Ja, genau. Also leg dich auf eins fest und bis zu dieser Stärke schälst du einfach runter, ja? Sehr gut. Ich habe hier oben die Hälfte schon abgeschnitten. Genau, dann orientierst du dich einfach da dran. Das ist gar kein Problem. Ich würde schon mal mit der Paprika weitermachen hier. Ich zeig dir eine und du machst nach. Machen wir das so? Ja. Okay, geil. Guck mal, rutsch mal ein kleines Stück nach links. Dann machen wir das nämlich hier. Passt das so? Ja, ja, Logo passt das. Grüne Paprika in dem Fall. Ich nehme die hier, weil ich will diese Bitternis haben, die die grüne Paprika hat. Ja. Du machst das Kerngehäuse und stiebst da oben raus. Ja. So, und dann schneiden wir die uns schön in Streifen. Und zwar einmal vierteln. Ich gebe dir gleich das große Messer. Man kann es auch einfach mal runterdrücken, dann bleibt die auch liegen. Und dann schneiden wir hier so schöne Paprikastreifen daraus. Kriegst du locker hin. Und bitte immer mit der linken Hand schneller sein als mit der rechten. Dann passiert nämlich nichts. So, mal, stark, schon mal der ganz stark, ganz stark. Ja, perfekt. Und so haben wir schöne Paprikastreifen. Die braten wir uns dann nämlich alle hier auf der Pfanne gleich an, beziehungsweise auf der Platte. Ich schalte die schon mal an. Dann lassen wir die schon mal so auf 4,5, 5 von 10 so ein bisschen Temperatur nehmen. Krass, machst du mir die auch noch? Weißt du, schauen wir mal, geht, ob ich die auch so hinbekomme. Wie weit? Ja, schneiden wir erstmal durch die Hälfte durch, hatte ich die. Genau. Und dann habe ich es einfach mit der Hand rausgebrochen. Das geht wunderbar. Also ich finde, die sieht super profimäßig aus. Ja, deine, ja, ich muss ein bisschen also, üben. Ganz ehrlich sein, ne? Also die ist schon gut. Ist aber tatsächlich so, ich sehe schon an deinen Knife-Skills, du machst das nicht zum ersten Mal. Du machst es nicht oft, ja, so, aber so einen Salatschnibbel genau, so, hast du schon mal. Ja, ein bisschen geschnibbelt habe ich schon mal. Ja, okay. Die Zwiebel war noch nicht dabei, aber sonst... Dann machen wir uns hier schöne Norden-Süden-Zwiebelstreifen. Ja? Ich sage bewusst Norden-Süden. Hat einen Grund, dann hast du ungefähr immer gleich lange Streifen. Siehst du das? Okay. Wenn wir die so schneiden würden, wären da ganz viele kleine dabei, dann verbrennen die. Du versuchst es nochmal mit dem Messer hier. Bisschen aber bitte, langsamer. Bitte. Ja. Genau, schnell schneiden. Ne? Da werde ich ganz oft gefragt, ja, wie... Ja, du verarschst mich doch. Ha? Ja, du verarschst mich doch. Hast du schon mal gemacht? Nee, Zwiebel habe ich noch nie geschnitten, glaube ich. Jetzt wird es auch eng. Schreib jetzt schon mal einen netten Kommentar unten rein, ne, für die Knife Skills von Robin Koch. Also,
Brutal. Mehr brauchen wir gar nicht. Mehr brauchen wir gar nicht. Ist schon alles erledigt. Ja. Hier, wir sind fertig. Nein, Spaß. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen Fleisch marinieren. So, und guck mal hier. Ich zeig's mal ganz kurz, auch dass die Leute, wenn die es zu Hause nachmachen wollen, das hier war mal ein Entrecôte-Steak. Ja? Okay. Kennt man normalerweise so schön dick, Fettauge mit drin, das ist eigentlich hier. Wir haben uns das aber aufschneiden lassen, ungefähr in der Stärke, wie man jetzt eine Wurst aufschneiden würde, so ein Aufschnitt. Ne? Und das haben die uns gemacht und das ist super. Und jetzt nehmen wir das so ein bisschen auseinander und dann würzen wir das. Und zwar haben wir hier drüben schon schöne Gewürze. Guck Zwischenfrage, mal, wo wir gerade beim Steak sind, auch eins meiner Lieblingsgerichte. Mhm. Wie mache ich das perfekte? Sag mir mal deinen Cut, den Lieblings-Cut, den du hast beim Steak. Was meinst du? Also, magst du lieber ein Rostbeef, magst du ein Entrecôte, magst du lieber ein Filet essen? Filet, ja. Echt so ganz? Ist eigentlich was für Mädchen schon, ne? Ja, aber du weißt auch, Fett und so muss raus, wir müssen ein bisschen aufpassen. Wie meint er das? Also, ja, ich hab's verstanden. Nein, also Filetsteak. Kurz anbraten, mache ich so mal kurz in den Ofen, aber. Ist die alte Variante tatsächlich, okay, ja. Die moderne Variante wäre es Sous-Vide zu garen tatsächlich, also im Wasserbad. Mhm. Gibt es auch für zu Hause sehr gute Lösungen, ne, wo du das Steak erst vakuumierst, mit ein paar Kräutern vielleicht drin und sowas. Ja? Ah, ja, wir wollen es auf die Spitze treiben, jetzt hast du gesagt. Okay, ja? Vakuumieren. Ja, ja. Das ist, glaube ich, zu hoch für mich. Okay, dann grillen wir es einfach in der Pfanne, besorgst dir eine gute, geile Pfanne, irgendwie eine schöne Grillpfanne. Ja. Und das Wichtige dabei ist eigentlich letztendlich, dass du die Temperatur misst. Weil alles andere ist ja so, wenn du dir ein teures Filetsteak kaufst, das kann ja gerne mal 50, 60 Euro kosten, weißt du, was ich meine? So, und dann willst du irgendwie darauf vertrauen, dass es dann fertig ist, wenn du denkst, dass so weit will ich nicht gehen. Ich würde also immer brauchst du ein Thermometer zum reinstecken. Ja, und dann hochwertiges kaufen am besten. Okay. Und dann gibt es 52, 54, 56. 52 ist rare, 54 medium, 56 ist, oh mein Gott, was machst du da? Ja? Das ist schon zu spät. Du magst medium? Ja, Medium. Dann bist du mit zwischen 2 und 54 Grad perfekt aufgehoben. Im Kern. Mhm. Ja, außen schön braten, lieber Pfanne runternehmen. Dann gerne nochmal einen Ofen mit so einem Thermometer. Gibt es auch mit WLAN, gibt es mit allem. Ja? Okay. Das ist eine schöne Anschaffung und vor allem sieht es auch geil aus. Also, ne? Kommen so Holzkästchen und so. Ich nach Hause, muss ich ein Thermometer kaufen. Ja, das gibt's zu kaufen, das ist gut. Ja? So, jetzt von mir eine Frage. Marinieren. Riech mal bitte hier dran. Und sag, vorsichtig und sag mir, was das ist. Könnte es sein? Ich rieche da so gut wie gar nichts. Riech mal dann. Nur mein Handschuh hier. Riech mal, danke mal den. Ja. Da könnte man drauf kommen. Das ist Zwiebel- und Knoblauchpulver. Ja, ja? Hier, du bist da riechst ja, gell? Dann nehmen. Fangen wir von jedem mal hier so zwei Löffelchen dran. Trocken marinieren ist in dem Fall wichtig, weil macht man beim Barbecue ja auch, weißt du, so ein Dry Rub würde man das nennen. Ne? Wir machen jetzt hier so ein ganz kleines bisschen Fett gleich mit drauf, aber ich finde, wenn man das hier so mit dem Salz, Pfeffer und so einem Steakgewürz macht, hast du das Fleisch überall ja, gut gewürzt und es verbrennt nicht so brutal, ne? Weil es ja auch keine Paprika drin. Okay. Jetzt darfst du das mal so vorsichtig. Ah, ja? Sehr schön. Ja, genau. Gucken, dass überall so ein bisschen was drankommt. Perfekt. So, jetzt rühren wir uns hier gerade so ein bisschen Soße zusammen. Ich habe hier Mayo. Dann gibt es ein bisschen was vom guten Ketchup. Es wird so eine Art, ja, wie so eine Cocktailsoße. Oh ja, sehr gut, sehr gut. Und das ist, deswegen schmeckt es bei uns Köchen immer besser, weißt du das? Weil wir uns trauen zu würzen. Ja, da habe ich ein Riesenproblem. Einfach drauf, einfach drauf. Also mit Gewürzen bin ich ganz schlecht. Also was nur richtig übel werden kann, ist halt zu viel Salz, das ist scheiße. Ja, aber alles andere ist gut. Jetzt drehen wir uns das hier so ein bisschen zusammen. Und ja, die Mayo. Was war da jetzt alles drin? Mayo? Mayonnaise, Ketchup. Und ein bisschen Dijon-Senf. Okay. Und damit es geil schmeckt, machen wir uns von dem Steakgewürz hier auch zwei Löffel rein einfach. Dann haben wir alles drin, was man braucht. Sehr schön. Tipptopp. Ah, die Löffel sind auch gut zum Dosieren, ne? Gibt es übrigens auch bei Depot. Was haben wir hier? Das ist so ein klassisches Steakgewürz. Ja, genau. Da ist so ein bisschen getrocknete Kräuter mit drin. Rosmarin, Thymian, Oregano, Majoran. Weißt du, dass du von allem so ein bisschen was hast. Mhm. Ist immer eine gute Sache, wenn du dir Steak machst, willst du das hier auch alles dran haben, ein Stückchen Butter, ein bisschen was von dem Gewürz dazu, schmeckt geil und top. Ne? So, jetzt haben wir die Platte hier vorgeheizt. Jetzt gehen wir hier mal auf 6,5 von 10 und dann geben wir uns da so ein kleines bisschen Fett drauf. Hab hier einfach so ein Bio-Rapsöl. Ja? Mhm. Tipptopp. So, und dann, was wir jetzt machen ist... Ah, yeah. Hört sich ja schon nach hört Musik schon gut an. An, ja? Hört sich ja schon gut an. Jetzt verteilen wir das hier so ein bisschen drauf und dann braten wir das. Bitte schön. Ja, das riecht auch gleich geil. Ne? So, das ist schon gut. Es ist ja schon schön angebraten, siehst du, dann drehen wir das um.
Das ist ja eigentlich das, was wir wollen, so ein bisschen Kruste außen, ne? Dass ja, die Gewürze da schön dran sind. Und das muss auch gar nicht so lange. Dann nehmen wir uns das nämlich gleich runter, weil es kommt nachher nochmal drauf. Aber zwischenzeitlich kommen erst Zwiebeln und Dings drauf. So, jetzt sieht es erstmal aus wie ein schwerer Verkehrsunfall hier. Ja? Aber genauso soll es sein. Tipptopp. So, jetzt sind wir schon fertig. Jetzt geht das hier rüber in die Pfanne. Die steht jetzt nur auf 1, die soll nur warm halten. Okay. Ja? Weil ich will, dass wir nachher noch ein bisschen Saft drin haben. Weil man kann das ja, auch wenn das traditionell anders gemacht wird, trotzdem so machen, dass es noch geiler schmeckt. Ne? So, jetzt darfst du die Zwiebeln da drauf schmeißen. Und pass auf, Blatt ist gut heiß. Ne? Auch wieder ein bisschen vom Öl drauf. Jetzt gehen wir hier wieder runter auf 5,5. Ja, sehr gut. Und die sind auch geil geschnitten, schöne große Stücke. Jetzt lassen wir die hier auf der Platte so ein bisschen zusammenschmoren. Würzen die nachher auch so ein bisschen mit diesem Steak-Gewürz. Okay. Ja, das ist jetzt so ein bisschen, jetzt müssen wir warten. Ja. Aktuell zu dem Zeitpunkt jetzt bist du ja frisch nach Frankfurt gezogen. Ja. Und jetzt Küche ist ja ein Thema. Aha. Du bist, hast ja eben schon droppen lassen, du bist gerade am Einrichten auch. Machst du das nur, damit es gut aussieht, oder willst du es auch benutzen? Nee, also wie gesagt, ich bin in der Küche nicht so erfahren, aber meine Freundin schaut da schon sehr drauf, dass wir ja, einfach ein gutes Equipment da haben. Und klar, wenn ich auch mal in der Küche bin, dann ist es schlecht, wenn du das schon. Also jetzt, gut, dann, wenn ich mal allein zu Hause bin, dann bin ich jetzt keiner, der sich da hinstellt und mir allein irgendwie was kocht. Aber ja, wie gesagt, so Beiarbeiten kann ich dann schon mal liefern. Kann man auch entspannen bei, ein bisschen Wein oder so. Stimmt, ne? Also das geht ja schon ganz gut rein. Drum, ja, wenn alles eingerichtet ist, mit Sicherheit mal. Also du bist ein Typ, der auch gerne essen geht oder ausgeht oder sich was kommen lässt. Ja, eigentlich esse ich schon gerne zu Hause. Also wie gesagt, ich bin jetzt keiner, der sich allein da irgendwas. Also wenn ich allein zu Hause bin, gehe ich dann lieber mal mit ein paar Jungs essen. Aber ansonsten, auch wenn wir mal Besuch haben und Freunde ist zu Hause, wir kochen zusammen. Hattest du denn schon Berührungspunkte jetzt mit der Frankfurter Küche? Noch nicht so richtig, ne? Also, weißt du, was auf dich zukommt? So? Ah ja, ich habe schon einiges gehört, noch nichts probiert. Leider. Noch nichts probiert? Nee. Okay, aber du weißt ja, was du probieren musst. Ah, ja. Hast du denn, kennst du die Klassiker denn schon? So ein Handkissen und Musik. Da habe ich gehört, man muss dreimal probieren, bevor man urteilen darf. Stimmt, ja. Beim ersten Mal schmeckt es nicht, beim zweiten Mal geht's und dann beim dritten Mal geht es. Oder viel Äppler runterspülen, ne? Apfelwein hast du schon getrunken? Apfelwein habe ich schon getrunken. Und wie war's? Ja. Okay. Guck mal, okay. Ich habe hier schon ganz andere Dinge gehört. Ne? Es war okay. Grisauce. Noch nicht ganz überzeugt, aber okay. Die Grisauce könnte ein Thema werden. Ne? Okay. Kennst du die Frankfurter grünen Kräuter? Vor allem mit Ei und Kartoffeln. Das ist echt ein schönes, leichtes Gericht eigentlich. Und absolut traditionell. Das würde ich dir empfehlen. Ne? Und am besten dann irgendwie mal mit jemandem nach Sachsenhausen gehen. Das ist ja quasi unsere, ja nicht Altstadt, sondern unser Kneipenviertel. Bin ich schon mal durchgelaufen. Bist du schon mal dort gewesen? Ja, okay. Tatsächlich. Gab es da den Äppler oder wo? Nee, da bin ich nur durchgelaufen und war, glaube ich, am zweiten Tag. Noch kannst du es, bald nicht mehr. Genau, Also, unbeirrlich. War nicht viel los, ja, warte mal ab. Das ist ganz geil. Ja, aber das ist gut. Aber du nimmst jetzt auch vor. Bist du jemand, der was probiert oder sagst, bin ich voll eingefahren? Nee, absolut. Also gerade was Essen angeht, also auch im Urlaub oder so, wenn es da irgendeine Spezialität gibt. Bin ich immer der Erste, der da probiert. Hast du eine Lieblingsreisedestination? Ich war am letzten Sommer auf den Seychellen. Da war es schon sehr geil. Und auch vom Essen. Wir sind mit Einheimischen da essen gegangen und es war echt top. Also, okay, wenn du natürlich einen Local Guide gehabt hast. Ja, genau. Also der bringt dich da schon das ist natürlich zu den besten Spots. Und gut, Seychellen, das ist natürlich die Latte jetzt recht hochgelegt, ne? Ja, also war auch das Schönste, wo ich bis jetzt war. Ja, glaube ich. Und ansonsten hier so in Europa oder so? Hast du da schon irgendwie? Griechenland auch sehr gerne. War ich noch nicht. Ne? Krass, gell? Da gibt es so viel Inseln, wo du hin kannst. Ich war auch echt schon viel unterwegs, aber das Griechenland kam noch gar nicht rein. Griechenland war noch nicht drin. Ich war letzte Woche in Istanbul gerade. Bei dem Sommer hier kannst du direkt abhauen. Sehr gerne. Das ist wirklich ein Thema, ne? Ja, das ist wirklich ein Thema. Wann auch immer dieses Video ausgestrahlt wird, ja? Wir reden über den Sommer 2023. Ja. Ihr wisst noch, dieses Regending. Zwei Wochen da, nur Regen bis jetzt. Und ich komme von England. Also. Ja, das stimmt. Leeds, richtig? Ja. Wetter auch scheiße da, oder? Ja, schon durchwachsen, also schon klassisch Englisch. Ja. Wobei, wenn ich die zwei Wochen sehe, dann war es noch besser in England. Ja, aber ich denke, da kommt auch wieder besser. Wir hätten es gerne anders gehabt für dich. Aber so, ich gehe jetzt hier noch so ein bisschen mit der Temperatur runter. Ja, es wird schon heiß hier vorne. Genau, ich schwitze auch. Ja, ich auch. aber auch hier, siehst du, das liegt schön warm. Was du jetzt machen kannst, würzt mir das doch mal so ein bisschen.
Was hauen wir denn alles rein? Guck mal, wir machen so ein bisschen was von dem Steak-Gewürz auf jeden Fall dran. Ja? Und ich würde tatsächlich noch ein bisschen mehr Pfeffer hier aus der geilen Pfeffermühle machen. Ja, sehr schön. Ich muss auch leider noch ein Tröpfchen Öl drauf machen. Ich hoffe, das ist kein Problem für dich. Zwei reichen. Nee, nee. Aber du siehst topfit aus nach der Sommerpause, ehrlich gesagt. Ja, gute Ernährung, ne? Ja, ja, ja. ja. Danke. Schwarz. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Und vielleicht, also die Paprika und die Zwiebel, die brauchen auch immer noch ein bisschen Salz. Da kannst du gerne mal so 10, 12 Runden aus der Salzmühle noch machen. Und das sieht doch einfach geil aus, gell? Ah, tipptopp, da kommt doch richtig was raus. Weil es muss gut gewürzt sein, ne? Ein bisschen Salz muss da dran. Sehr schön. Gibt es denn so Heimatgerichte, wo du sagst, dafür fahre ich auf jeden Fall nochmal nach Hause? Nur, um also das ich zu muss essen? Sagen, ich habe ein klassisches, also was heißt Heimatgericht, aber ist ja mehr oder weniger eingebürgert, so ein Schnitzel. Ja, aber ja, ja. Also da habe ich in England keins gefunden. Und ich glaube, es hat auch nicht geschmeckt. Von daher, wenn ich dann mal nach Hause kam, habe ich meistens Schnitzel gegessen. Wir müssen ja nicht sagen, wo du her bist. Das ist genau, in Frankfurt ja so ein Ding. Aber das ist echt, nein, aber ist das echt so ein Ding, wo du sagst, Schnitzel ist ja so ein bisschen eingedeutscht, gebe ich dir absolut recht. Ja. Aber gibt es irgendwie so ein Ding, wo du sagst, Mensch, das hat die Oma, das hat die Mutti immer geil gemacht. Weißt du, ist ein Gulasch. Ja ist gut, bei mir, meine Eltern kommen aus Bayern. Von daher mal so Saubraten oder so. Ja, geil. So ein Braten an Weihnachten. So mit Knusprig und so? Ja, ja. Da bin hat ich schon bei was, dir. Ne? Ja, okay, also das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Du bist jetzt auch kein picky Typ, du sagst, nee, ich probiere also, was wie gesagt, aus. Beim Essen bin ich absolut relaxed. Also probiere gerne was Neues aus. Habe jetzt auch nichts, was ich sage, schmeckt mir gar nicht. Von daher ganz easy. Ein Typ ohne Ecken und Kanten? Können wir sowas gebrauchen überhaupt? Ja, beim Essen, anspruchslos. Also es muss gut sein, es muss immer gut sein, aber egal was, also bin da auch. Aber bist du auch bereit, bist jemand, der sagt, okay, fürs Essen, da gebe ich auch Geld für aus? Ja, auf jeden Fall. Also muss Qualität schon sein. Ja, ja, perfekt. Für uns Fußballer sowieso wichtig, aber auch, es muss einfach schmecken auch. Ne? Also gebe ich dir absolut recht. Bist du jemand, der so nach so einem Ernährungsplan leben muss oder hast du dich selbst im Griff? Klar, haben wir schon, ja, was heißt gewisse Vorgaben. Also du kannst jetzt nicht jeden Tag irgendwo Fastfood reinhauen. Ja. Da haben wir achtet generell drauf. Aber da reden wir nicht über Diäten, sondern über Ernährung. Ernährung ist immer was Langfristiges auch, weißt du? Ja, aber klar, also wir haben schon einen Ernährungsplan. Wenn du jetzt sagst, okay, keine Ahnung, ich will ein bisschen abnehmen oder zunehmen oder Muskeln aufbauen oder hast dann deinen Trainingsplan und dann Ernährung ist natürlich auch ein wichtiges Thema für uns, was dann schon mit reinspielt und dann kommt es auch schon drauf an, wie viel Eiweiß, wie viel Kohlenhydrate du isst. Klar, ich zähle das jetzt nicht, weil dann habe ich irgendwann auch keinen Spaß mehr am Essen. Aber man achtet schon drauf. Also. Aber für mich ist auch. Aber es ist jetzt keine große Herausforderung für dich, nee, weil du ja eh schon seit Jugend und Kindheit, sag ich mal, sportlich aktiv bist. Genau, ja, man gewöhnt sich auch dran und wir haben ja hier auch bei der Eintracht super Voraussetzungen und bekommen hier auch Top-Essen immer. Von daher ist perfekt. Da schon mal der Dai weg und dann abends achtet man schon drauf. Also. Ja, das hört man doch gern. Ja, und das, wenn du Fastfood, ich sag mal, wenn du mal richtig eskalierst und dann trotzdem einen guten Burger isst, ist es ja bei dem Pensum, den du machst. Dann musst du den umso mehr genießen, ne? Weil du hast ja nicht so oft. Und deswegen, wenn du dann mal einen isst, dann muss er auch gut sein. Viele der Zuschauer interessiert es tatsächlich auch, ne? Weil ihr werdet an euren Leistungen gemessen, ne? Und wenn dann einer ein Kilo zu viel hat, weißt du, dann wird es gleich da drauf geschoben, weil man sieht. Ja, man sieht, ja. Genau. Aber es ist ja auch nicht nur, was du siehst, sondern auch, keine Ahnung, wie leistungsfähig du dann bist. Voll. Ich denke auch mit der Ernährung zusammen. Voll. Gebe ich dir absolut recht. Siehst du, das ist so eine andächtige Sache hier, ne? So langsam vor sich wegzuschmoren. Ja. Die Paprika sind jetzt auch noch schön knackig. Ich denke, das ist alles auch schon soweit okay. Sieht gut aus, ja. Ne? Ja. Jetzt gebe ich das hier mal mit in die Pfanne hier rüber. Das geht relativ zügig. Und jetzt machen wir uns, unsere Brote quasi auch hier. Mhm. Und das hier geht dann alles gleich nochmal da rein. Und dann kommt die ganze Sauerei einfach in so ein Brötchen rein. Und dann wirst du sehen, was wir davon haben. Ja? Eine Katastrophe, sag ich dir gleich. Grüne Paprikas gibt ja viele, die nicht mögen. Ist für dich jetzt okay oder? Ja. Rot und Gelb schmeckt besser, ne? Ich bin bei Paprika eh kein Riesenfan. Ich habe jetzt nicht bei jedem Essen irgendwie Paprika rein, aber so geht's da. Ist ein bisschen knackig. Auf jeden Fall. Also so, guck mal. Brioche-Brötchen. In so einem Philly Cheese Steak geht es absolut klar. Muss es. Ja. So, jetzt braten wir uns die hier so ein bisschen an. Von beiden Seiten. Mhm. Dann kommt das hier gleich wieder drauf. Und wir machen das heute normalerweise, nimmt man das mit dem Brot dann so auf, mach's rein. Aber ich hab's ja, wir richten uns das mal so ein bisschen hübscher an. Na, so hübsch, wie man das machen kann. Ja, so ist mit, ne? Ja, so ist es.
Ja, und da hast du natürlich auch alle Möglichkeiten hier. Depot hat ja eine riesige Auswahl an Geschirr und Besteck und allem drum und dran. Und ich finde, es sieht einfach geil aus. Ja. Haben uns die Teller ausgesucht hier vorhin. Es wird einfach schön aussehen. Geht's bei mir zu Hause auch los. Ja? Ja, ich habe relativ viel, was ich einrichten muss. Von daher, ja. Okay, dann kann es dir nur empfehlen. Das ist wirklich so. Jetzt mal. Ich meine, klar, sind Sponsor der heutigen Sendung, muss man auch sagen, aber das Zeug taugt halt auch. Ja, du hast halt, ist halt kein Schrott. Ne? Ja. So. Du hast ja auch beim Messer eben gemerkt. Ja, scharfes Messer. Das sieht selbst bei mir gut aus, dann haben wir einen guten Messer. Richtig. So, jetzt gucken wir nach unserem Brot. Oh, das sieht so gut aus, sehr gut aus. Das wird auch schon direkt schön weich. Jetzt geht es nochmal von der anderen Seite ganz kurz. Guck mal, das sieht doch schon gut aus, ne? Top. Yes, baby. So, jetzt legen wir den hier nach unten. Der oben kommt nochmal nebendran. So, jetzt kommt das alles nochmal hier drauf. Oh yeah, baby. Das riecht auch geil, ne? Zwiebel, Knoblauch. Oh ja. Sehr schön. Ja, finde ich auch. Ich habe so ein bisschen Wasser im Mund, ne? Ja, also, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich habe auch Hunger, ja. Zweimal Training. Ah, zweimal Training heute schon? Ja. Okay, dann ist gleich soweit. Ich verspreche dir. So, jetzt machen wir das hier. So, jetzt habe ich hier ein bisschen Cheddar. Geben wir uns hier noch. Hauen wir einfach mit drauf. Da. Genau. Ich mache mal kurz die hintere Platte aus. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. So, machen wir hier Cheddar mit drauf. So. Sehr schön. Gerne nach Gusto. Yeah. Dann habe ich hier noch ein bisschen Mozzarella. Der Cheddar für den Geschmack. Okay. Und die Mozzarella, damit du so dieses Cheesy-Erlebnis, dieses Stringy-Cheese-Erlebnis hast, weißt du? Ja? Kannst du hier noch ein bisschen drauf machen, klar. Der Mozzarella macht jetzt da schon mal geschmacklich. Jo, du weißt schon. Ist halt ein Mozzarella, ja? Aber der zieht sich halt geil. Ja? Und das hier ist genau das, was wir haben wollen. Guck mal, das ist übrigens deine Portion, das hier ist meine, die ist ein bisschen kleiner. Ja? Weil ich darf nicht so viel, weißt du? Okay. Aber jetzt lassen wir das hier einfach so ein bisschen schön vor sich hin schmelzen und reinlaufen. Ja? Mhm. Und das ist eigentlich schon das große Ding dabei. Ja, komm, so ein bisschen geht noch. Wir wollen ja nicht so sein. Du siehst, es läuft das hier runter. Und das ist das, was wir wollen. Guck, wie geil das aussieht. Ja? So. Und im Normalfall, das. Genau, machst Brot jetzt drauf, klappst es zusammen und hast du das Ding. Ja. Aber das lässt sich halt nicht essen. Das ist halt, ja. Was du mir schon machen kannst, wenn du magst, unten und oben so ein bisschen was von der Soße drauf. Boah, das sieht aber auch. Guck mal, wie brutal geil das aussieht. Wuhu. Wie viel braucht man da? Bisschen mehr? Ja, das ist schon gut, gut. Ja, ja. Weil es ja auf Mayo-Basis, weißt du, man will es ja nicht so übertreiben, ne? Eben. Ja, aber es darf auch nicht so trocken sein, ne, meiner Meinung nach. Bin ich bei dir, ja. Stark, baby. Stark. Super. Tipptopp. Willst du oben auch ein bisschen drauf haben? So einen Strich vielleicht, weißt du so. So. Ey, aber guck mal, welche Handbewegung. Ja. Ich glaube ja, du nimmst mich hoch heute. Wahrscheinlich ist er, hat er nebenbei. Naja. Du hast ein Fitnessstudio nebenbei. Zwei Restaurants am Laufen. Ja, du hast ein Fitnessstudio, ne? Ja, genau. Ja. Das ist genau das andere vom Restaurant. So, guck dir das an. Sehr schön. Ein richtiger schöner Haufen voll Glück. Ne? So, jetzt gehe ich hier. Sehr schön. Mitgedacht. Oh ja. Ich glaube, wir haben da auch absolut genug Käse drin. Ja. Sieht top aus. Perfekt. Und was wir uns jetzt machen, ist den Deckel ganz locker oben drauflegen. Das sieht nämlich immer ganz entspannt aus. So, guck mal hier. Perfekt. Und dann machen wir ein Foto davon, dass die Leute auch sehen können, was wir gemacht haben. Ich wollte gerade sagen, die Kamera muss nah hier dran. Richtig. Also und dann gehen wir zusammen essen rüber in die Depot Lounge, okay? Perfekt. Perfekt. Also, Foto machen. Da sind wir schon angekommen. Da sind wir endlich. Boah, es riecht brutal geil. Ja. Sieht auch top aus. Ich brauche erstmal so einen Schluck hier von der Eintracht Pepsi. Ich sag dir, wie ist es, ja? Ist das was du aber sonst... Aber auch noch hier als Ausnahme. So eine Zero geht doch, oder? Ist doch, das kann man doch mal machen, oder? Zur Ausnahme. Vor allem in dem Design. Ja, das überzeugt mich auch jedes Mal, bin ich ganz ehrlich. Das passt doch auch dazu, zu so einem Fastfood-Essen. Dann darfst du auch mal hier so eine Eintracht Pepsi. Cheat Day heute. Cheat Day, jawohl. Ja. Ja. Hm. Wir machen Folgendes. Du fängst an. Also wollen wir noch mal kurz reingucken? Schon geil. Ich wollte gerade sagen, du musst die Kamera eigentlich noch mal nah dran. Du hast auf jeden Fall auch nicht gespart mit Käse. Ja? Ah ja. Ja, ist gut, das gehört schon dazu. So, guck mal, schön generell, meiner ist übervoll belegt. Ne? Das war ich habe sie gegönnt. Ich habe sie gegönnt. Ich weiß genau, wie es gleich ausgeht. Guck mal, ich mache es auf die Art und Weise. Oh, guck mal hier. Das ist das, was du willst. Ne? Das ist das, was du willst. Bei mir fällt schon die Hälfte raus.
Ja. Ah, wieder rein. Ja, wieder rein. Sehr schön. Also dann, guten Appetit. Dann. Lass dir schmecken, ja? Kann auf jeden Fall was. Hat sich das Warten gelohnt. Absolut. Mhm. Meiner Meinung nach auch, wenn du so ein bisschen Brioche-Brötchen hast, ne? Das haben wir ja angewärmt. Mhm. Und steht ja jetzt einen Augenblick, wir sind ja jetzt in die Depot-Lounge gegangen, Foto gemacht und so, aber es ist trotzdem noch so schön fluffig und warm. Ich mag das, wenn es ein bisschen pappig ist, ne? Sag ich dir ganz ehrlich. Ja, aber das ist doch, es gibt ja nichts Schlimmeres als so ein kacktrockenes Brot dazu. Und ich finde die Mischung aus Cheddar und Mozzarella auch mega geil. Cheddar Fleisch ist auch schön saftig. Ist es, ne? Aber hast gesehen, ne? Einfach schnell scharf anbraten, raus, warten lassen, dann nachher nochmal drauf und dann hast du alles richtig gemacht. Und ich sag dir auch, die Soße dürfte nicht fehlen. Ja. Die gehört dahin. Ne? Die bringt das alles schön zusammen. Schön saftig, fluffig. Also, mega. Also, lieber Robin. Vielen herzlichen Dank, dass du den Spaß mitgemacht hast. Ich danke dir. Ja? Habe ich schon den ganzen Tag darauf gewartet. Ehrlich, ja? Hat sich gelohnt. Ja, das ist auch so richtige Post-Training-Food. Ja, also ich weiß, ich kriege Ärger. Aber gut, es darf mal sein heute. Genau, ja? Nur gesagt, alles Cheat Day. Dann wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der Eintracht schon mal. Ja? Also, danke, das ist ja alles recht frisch. Und dass du sehr viel Erfolg hast und ja, genieß das einfach. Leute, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Kauft bei Depot ein, geht zu Rewe einkaufen. Gib uns einen Daumen nach oben, schreibt einen netten Kommentar. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, hier unten ist die Abo-Box. Ne? Da könnt ihr ein kostenloses Abo dalassen. Das schmeckt gut und kostet nichts. Also, auf bald. Herzlichen Dank. Macht's gut. Tschüss. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao. Perfekt. So wird's was.